Willkommen zu unserem Screencast. Mein Name ist Sebastian Walde und ich möchte Ihnen in diesem Video die Möglichkeiten unserer pädagogischen Desktop-Oberfläche zeigen. Dazu habe ich mich mal an einem Windows-System angemeldet und wir sehen oben links jetzt ein PDO-Icon. Je nach Variante und Konfiguration startet die PDO bereits beim Systemstart mit. Hier müssen wir sie nochmal mit einem Doppelklick aufrufen und sehen dann die eigentliche PDO. Ich muss mich jetzt nochmal gesondert an der PDO mit meinem Benutzernamen und dem Passwort anmelden. Gehe dazu über das Startmenü auf Anmelden und kann dann hier zu meinem Benutzernamen das Passwort hinterlegen. Drücke auf Verbinden und werde jetzt gefragt, in welcher Klasse ich mich anmelden will. In unserem Beispiel nehmen wir einmal die Messeklasse, bestätigen das mit Anmelden und sehen jetzt schon die Veränderung, dass sich die Programm-Icons geladen haben und in der oberen Ecke sehen wir, dass wir online sind. Der obere Bereich des Bildschirms stellt eine eigene Taskleiste dar. Wir haben das schon gerade gesehene Startmenü. Wir haben einen Schalter, um die PDO wegzublenden und den bekannten Windows-Desktop zu nutzen. Wir haben die Möglichkeit, den Explorer zu öffnen. Ein Schnellstart-Icon fürs Internet. Auf der rechten Seite die Statusanzeige der PDO, die Versionsanzeige, aktuell die 3.45.0.10 und die Systemzeit. Im Hauptbereich finde ich die in unserer Klasse bereitgestellten Programmverknüpfungen. Diese Ansicht ist bei allen Teilnehmern in der Klasse gleich. Und als Lehrer habe ich die Möglichkeit, diese Liste zu steuern. Ich kann über die Konfiguration Programme sagen, welche Programme ich auf dem Desktop legen möchte und welche nicht. Gelb hinterlegte Programme sind deaktiviert, grün hinterlegte aktiviert. Es kann jetzt vorkommen, dass ich nicht alle Programme, die hier freigegeben sind, auch auf meinem Desktop sehe. Das liegt einfach daran, dass diese dann nicht installiert sind. Möchte ich beispielsweise den Taschenrechner nicht mehr zur Verfügung stellen und ebenso den Weblink Blinde Kuh, deaktiviere ich beide mit jeweils einem Doppelklick. Speichere die Liste neu ab und sehe dann, wie beide Verknüpfungen vom Desktop verschwunden sind. Genauso kann ich aber auch einen eigenen Link anlegen oder auch eine Datei freigeben. Wir machen das Ganze mit einem Link. Wir wollen zum Beispiel Wikipedia freigeben. Finden Wikipedia oder Wikipedia. .org, speichern das ab, gehen zu unserem gerade eingelegten Eintrag, aktivieren den mit einem Doppelklick, speichern die Liste wieder neu ab und sehen jetzt auf dem Desktop, dass Wikipedia erschienen ist. In der Klassenraumsteuerung habe ich erstmal eine Gesamtübersicht über alle Teilnehmer, die in dieser Klasse aktuell angemeldet sind. Wir haben hier unseren Messelehrer und gleichzeitig noch einen Messeschüler angelegt. Habe ich diesen Schüler ausgewählt, sehe ich auf der rechten Seite einen Screenshot seines Desktops. Ich sehe seine geöffneten Programme, das ist aktuell ein WordPad und sehe hier unten meine verfügbaren Anwendungen, die ich über die Konfiguration aktivieren und deaktivieren kann. Möchte ich beispielsweise, dass Schüler Messe sein WordPad nicht mehr benutzt, kann ich dieses Programm auch beenden. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis sich die Ansicht aktualisiert hat. Sehe jetzt, dass WordPad geschlossen ist und kann beispielsweise auch sagen, dass wir eine kleine Recherche auf Wikipedia machen. Öffne das beim ausgewählten Benutzer oder auch allen Benutzern, die in unserer Klasse angemeldet sind
und dann wird dieser Eintrag auf allen Rechnern gestartet. Auch hier dauert es wieder einen kleinen Moment, bis unsere Ansicht aktualisiert ist. Und jetzt sehen wir, okay, Wikipedia ist geöffnet. Im oberen Bereich habe ich des Weiteren noch die Möglichkeit, den Bildschirm meiner Teilnehmer zu sperren. Kann dies bestätigen. Und wir haben jetzt mal unten rechts eingeblendet den Bildschirm eines Schülers. Er hat sich also gerade live deaktiviert. Das Ganze machen wir mal rückgängig, indem wir einfach wieder auf den Button klicken, bestätigen, dass wir sie wieder einschalten wollen. Und die Bildschirmsperrung ist damit wieder aufgehoben. Eine weitere Funktion ist der eingebaute Kinder- und Jugendschutz. Diese basiert auf einer White- und Blacklist. Die Blacklist enthält aktuell rund 1,3 Millionen Einträge und schützt den Benutzer vor jugendgefährdenden Inhalten. Die Whitelist kann vom Lehrer selbst gepflegt werden. Dazu beende ich wieder die Klassenraumsteuerung und gehe wieder in das Menü Konfiguration KJS. Alle Einträge auf dieser Liste sind aktuell in der Whitelist eingetragen. Das heißt, mit eingeschaltetem Kinder- und Jugendschutz komme ich auf alle Seiten, die hier hinterlegt sind. Natürlich kann ich auch eigene Internetseiten in dieser Liste freigeben. Dazu gehe ich auf Neu, trage meine Internetdomain ein, beispielsweise wiederwikipedia.org, bestätige das Ganze mit OK und speichere die Liste ab. Jetzt ist auch wikipedia.org mit eingeschaltetem Kinder- und Jugendschutz ansurfbar. Nachdem wir unsere Whitelist konfiguriert haben, schauen wir nochmal in die Klassenraumsteuerung. Denn hier kann ich unsere Whitelist aktivieren bzw. deaktivieren. Das heißt, mit eingeschaltetem Kinder- und Jugendschutz kann ich auf Seiten surfen, welche auf der Whitelist eingetragen sind. Beziehungsweise kann ich diese Beschränkung aufheben, indem ich den Kinder- und Jugendschutz deaktiviere. Möchte ich in meiner Klasse das ganze Internet deaktivieren, kann ich dies über diesen Button tun. Zum Schluss schauen wir nochmal in unseren Dateiexplorer. Denn hier sehen wir noch 5 weitere Netzlaufwerke. Einmal ein Home-Laufwerk, in dem ich meine persönlichen Dateien ablegen kann. Einmal ein Klassenlaufwerk, in dem ich als Lehrer Dateien an meine Schüler bereitstellen kann. Ein Lehrer-Tauschlaufwerk, in dem sich Lehrer untereinander Dateien austauschen können. Ein Medienlaufwerk, in dem ich größere Videodateien, Audiofiles und so weiter bereitstellen kann. Und ein Transferlaufwerk, in dem auch Schüler untereinander und mit dem Lehrer Dateien austauschen können. Damit sind wir am Ende unseres Screencasts angekommen. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in die PDO bekommen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.